Schweizer Familie präsentiert Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarulis, universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Und VOG, mehr als Labormedizin. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Wurde Sie in einer Freundin oder in einem Freund eine Niere spenden? Der Thomas Reichmuth hat das erlebt. Er ist schwer nierenkrank und hat eine Niere gebraucht. Familienangehörige wollten ihm die Niere spenden, aber es war medizinisch nicht kompatibel. Der Thomas Reichmuth hat dann aber Glück gehabt. Ein Freund hat ihm eine Niere gespendet und wir haben bei dieser Transplantation und eindrücklichen Geschichte dürfen dabei sein. Thomas Reichmuth lebt aufgrund eines angeborenen Nierenleidens seit 30 Jahren mit der Spenderniere seines Vaters. So konnte er unbeschwert seinen Beruf als Sportlehrer ausüben und sich in seinem Lieblingssport, dem Handball, engagieren. Doch seit einiger Zeit zeigten nicht nur seine Blutwerte, dass die Leistung der Niere nachließ. Eigentlich geht es mir noch recht gut. Ich merke aber, dass langsam meine Kräfte ein bisschen schwinden. Ich habe jetzt doch die letzten paar Wochen immer wieder ein bisschen zu kämpfen gehabt, mit auch so zwei, drei kleinen Nebenwirkungen, mit Schmerzen. Und es war mir auch ein bisschen schlecht gewesen am Morgen am X. Und ich bin wirklich auch sehr müde und leicht oder relativ schnell erschöpft, egal was ich mache. Er stand vor der Wahl, Dialyse oder Transplantation. Sowohl seine Frau als auch seine Schwester waren bereit, dem 52-jährigen, dreifachen Familienvater eine ihrer Nieren zu spenden. Aber ihre Blutwerte waren nicht kompatibel. Zum Glück fand sich jedoch ein Freund, bei dem die Werte passten. Ich habe mir gesagt, du kannst vor der Narkose kannst immer noch Nein sagen. Also, und ich würde das auch verstehen und könnte das auch nachvollziehen. Das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Ich spüre eine extrem große Dankbarkeit natürlich, aber das ist ein sehr mutiger Schritt von einer Person, so etwas zu machen, weil das ist nicht einfach so ein Geschenk, wo man kaufen kann, sondern das ist unwiderruflich nachher. Also, Die Transplantation findet im Universitätsspital Basel statt. Der Spender möchte anonym bleiben, hat uns aber seine Motivation schriftlich mitgeteilt. Der einzige Grund für meine Spende betrifft die Freundschaft zwischen Tommy Reichmuth und mir. Ich möchte keine Anerkennung oder Ähnliches, wenn andere von meiner Spende erfahren. Der Tommy Reichmuth ist für mich ein Freund und für den würde ich alles geben und investieren. Unsere Freundschaft hat für mich eine derart tiefe Bedeutung, dass für mich von Anfang an klar war, dass ich die Spende machen will. Für die Entnahme ist Gefäßchirurg Thomas Wolf verantwortlich. Das ist die Computertomographie vom Spender. Der Strich hier ist die Arterie, die zur Niere geht. Und der Strich hier ist die Vene, die von der Niere kommt. Und wir werden nachher beide die Gefäße ungefähr auf dieser Höhe abschneiden. Vorher natürlich zumachen mit so einem Post-it-Gerät und dann abschneiden. Wenn eine Niere für die Transplantation ungünstiger ist, dann nehmen wir lieber die andere. Aber wenn wir frei wählen können, ist es eigentlich die linke. Die ist ein bisschen einfacher zum Transplantieren, weil die Vene von der Niere länger ist. Speziell bei dieser Operationstechnik, die wir verwenden, ist, dass wir nicht über die Bauchhöhle gehen, sondern hinter der Bauchhöhle. Und dort gibt es eigentlich keinen anatomischen Raum. Da müssen wir zuerst arbeiten und für das ist der Ballon. Mit diesem Ballon wird der Raum wie aufgedehnt. Man kann das hier sehen. Der Ballon wird dann ungefähr so groß gemacht, innen drin. Der Eingriff erfolgt für den Spender laparoskopisch. Das heißt, über vier Einstiche werden die Instrumente hinter die Bauchhöhle eingeführt. Mit Hilfe einer eingebauten Kamera orientiert sich das Team und löst die Gefäße vom Bindegewebe. Im Team arbeiten der Gefäßchirurg und die Urologin interdisziplinär zusammen.
Bei der Nierenentnahme wird auch der Harnleiter abgetrennt. Jetzt sieht man, wie der Clip kommt. Zur Sicherheit machen wir zwei so Clip. Und dann wird er abgeschnitten, der Harnleiter. Und jetzt müssen wir den Schnitt machen, um die Nieren rauszunehmen. Währenddessen kommt in einem anderen Trakt Thomas Reichmuth in die Anästhesie. Dort wird er bereits von seinem Operateur erwartet. Ein bisschen nervös? Jetzt bin ich langsam ein bisschen nervös. Ein bisschen Nervosität, das ist absolut normal. Ich glaube, Angst haben wir nicht. Für die Chirurgen ist dies ein häufiger Eingriff. Die Hauptaufgabe besteht darin, die Gefäße sorgfältig mit der neuen Niere zu verbinden. Erst mit den Nierenarterien seitlich in die Beckenschlagader einnehmen. Und genau das Gleiche machen wir mit den Nierenvenen, wo man auch seitlich in die Beckenvenen einpflanzen. Und am Schluss der Operation die wir dann hier in der Mitte in die Harnblase seitlich den neuen Harnleiter von der neuen Niere direkt eben in die Harnblase einpflanzen. Zurück zur Entnahme. Damit die Niere möglichst lange durchblutet ist, trennt das Team die Gefäße erst im letzten Moment und legt die Niere nach der Entnahme sofort ins kalte Eis. Mit spezieller Lösung spülen die Chirurgen das Blut aus der Niere und verpacken sie dann für den Transfer. Der Spender wird schon kurz nach der Wundversorgung aufwachen. Seine Gedanken begleiten die Niere auf dem Weg zu Thomas Reichmuth. Ich gebe zu, dass es ein komisches Gefühl ist. Aber der Wille dahinter ist viel stärker als die wenigen vorhandenen Ängste. In Zukunft mit meinem Freund dürfen Zeit verbringen und zu wissen, dass es ihm gut geht und das Leben geniessen kann, das ist mein Antrieb. Dann ist jetzt Schnitt. Im Unterschied zum Spender ist beim Empfänger ein längerer Schnitt notwendig. Denn die Niere wird hinter der Bauchhöhle platziert. Jetzt trennen wir hier die verschiedenen Schichten von der Bauchwand im Prinzip durchtrennen. Das ist jetzt hier der innere schräge Bauchmuskel, den wir mit Strom durchtrennen, damit es nicht blutet. Wenn man das mit dem Messer und mit der Schere machen würde, dann würde das total bluten. Solange die Niere nicht durchblutet wird, ist es unerlässlich, dass sie kühl gelagert bleibt. Haben wir schon Eis? Und dann kannst du die Niere in dem Fall jetzt geben. So, das ist jetzt die Niere, so wie sie entnommen worden ist. Da ist noch so ein bisschen Fett um die Niere herum. Das tun wir jetzt noch ein bisschen wegmachen. Vor der Transplantation präpariert das Team die Gefäße des Empfängers. Das ist die äußere Beckenschlagader. Sie sehen auch, wie das pulsiert. Man sieht das. Darum auch eine Schlagader. Und dann nebendran, wenn ich die so ein bisschen weghebe, dann ist hier nebendran das hier. Das Bläuliche, das ist die Vene, die entsprechende. Und an diese zwei Gefäße tun wir jetzt dann seitlich noch an die zwei Nierengefäße einnähen. Jetzt tun wir die Nieren hier versorgen, wo sie eigentlich hingehört, oder? Nun verbinden die Chirurgen die Gefäße mit den entsprechenden der neuen Niere mit zahlreichen feinen Stichen. Nach 1,5 Stunden ist die Transplantation gelungen. Thomas Reichmuths Prognosen sehen gut aus. Und es spricht absolut nichts dagegen, meiner Meinung nach, dass die Niere wieder wird, mehrere Jahrzehnte funktionieren und vielleicht sogar bis ans Lebensende. Das wäre natürlich das Ziel bei einer zweiten Transplantation jetzt. Herr Reichmuth, schön sind Sie bei uns. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, sehr gut sogar. Also meine Werte sind tiptop. Viel besser als erwartet eigentlich. Mir geht es wirklich hervorragend. Ja. Ich fühle mich sehr gut. Und Ihrem Freund? Dem geht es auch sehr gut. Er ist nach 2 Wochen schon wieder arbeiten, obwohl er noch ein bisschen daheim bleiben konnte. Aber er konnte nicht daheim bleiben, mit dem Deckel auf den Kopf geht und er hat so ein bisschen Homeoffice gemacht. Ihm geht es wirklich auch sehr, sehr gut. Wir haben viel Kontakt und reden viel miteinander. Wie war der erste Moment, wo Sie ihn wieder gesehen haben? Wann war das und wie war das? Ich habe ihn schon am zweiten Tag, am Dienstag, nach der Operation gesehen. Er ist auf die Intensivstation gekommen, mich besuchen.
Es war sehr, sehr emotional, das muss ich sagen. Also, wir hatten eine riesige Freude, weil wir natürlich schon erfahren haben, dass alles sehr, sehr gut gelaufen ist. Meine Niere hat schon dort sehr gut funktioniert, sehr viel Urin produziert. Meine Werte sind massiv gesunken, also meine Entzündungswerte und alles. Und ja, es sind schon ein paar Tränen geflossen, das kann man schon sagen. Das glaube ich. Das glaube ich. Herr Mujacic, wie ist das eigentlich? Funktioniert die Niere gerade sofort zu 100%? Jein. Bei lebend Nierenspenden ist das eigentlich die Regel. Ja, dass die Nieren sofort anfangen zu funktionieren. Die tun am Anfang sehr, sehr viel Urin produzieren, die ersten Tage. Also viel mehr als normale Nieren. Und die Nierenwerte kommen dann sehr schnell eigentlich oben ab in den ersten Tagen. Ja. Ja. Und lebend Nierenspenden funktioniert das? Also die Nieren heben auch länger, oder? Das ist so. Die heben statistisch gesehen länger, als wenn man eine leiche Niere bekommt. Das hat mehrere Ursachen. Einerseits ist es natürlich so, dass die Nieren, die von einem Lebendspender kommen, gesündere, bessere Organe sind, weil eben die Lebendspender überhaupt nur als Spender in Frage kommen, wenn sie wirklich gesund sind, wenn sie keine relevanten Grunderkrankungen haben. Und bei einem Spender, der verstorben ist, nimmt man eher auch in Kauf, dass die Niere vielleicht nicht ganz so ein perfektes Organ ist. Mhm. Und ein zweiter wichtiger Grund ist, dass der Zeitraum, wo die Niere im Spender abtrennt wird und nicht mehr mit Blut versorgt wird, bis zum Zeitpunkt, wo sie im Empfänger wieder durchblutet wird, der ist bei einer Lebensspende natürlich sehr kurz, ja, weil man das so timet, die zwei Operationen. Das ist dann etwa eine Stunde. Und bei Leichenspenden sind das mehrere Stunden. Und in anderen Ländern, wo die Distanzen grösser sind zwischen den Spitälern, dann auch Tage zum Teil sogar, wo die Nieren auf Eis liegen. Bei uns ist auch Nathalie Krügel von Swiss Transplant. Wer eignet sich denn als Lebensspender? Also als Lebensspender gibt es gesetzliche Vorgaben. Man muss mündig sein und volljährig natürlich, denn wie der Herr Mujacic schon gesagt hat, man muss sehr gesund sein. Es gibt viele medizinische Tests und auch psychosoziale Tests. Also es muss einem bewusst sein, dass das freiwillig ist und der Entscheid zu so einer Spende darf wirklich nicht unter Druck vollzogen werden. Und man muss sich auch bewusst sein, dass man lebenslang Nachkontrollen durchführen sollte und sich einfach wie bewusst sein, dass die Nieren, die man gibt, im Empfänger zwar länger funktioniert als eine verstorbene Spende, aber weniger lange, als sie vielleicht im eigenen Körper hat funktioniert. Mhm. Gibt es eine Altersgrenze? Es gibt nicht wirklich eine Altersgrenze, vor allem nicht in der verstorbenen Spende. Das kommt wirklich auch in der Lebensspende extrem auf den Gesundheitszustand an. Also, da werden so viele Tests gemacht und da muss einfach viel stimmen, dass man spenden kann. Mhm. Wie ist denn das für einen Spender? Hat er eine reduzierte Lebenserwartung? Nein. Ich glaube, das kann man ganz klar so sagen. Statistisch gesehen ist die Lebenserwartung von jemandem, der eine von seinen zwei Nieren gespendet hat, nicht schlechter als die von der allgemeinen Bevölkerung, die keine Nieren gespendet hat. Wichtig ist eben, wie gerade schon erwähnt, dass die Leute, die eine Niere gespendet haben, wirklich das Leben lang nachverfolgt werden und dass man sicherstellen tut, dass die gesund bleiben, damit eben die verbliebene Niere bis ans Lebensende funktioniert. Jetzt haben Sie ja schon zweimal eine Niere gekriegt. Zuerst mal vom Vater, jetzt von einem guten Freund. Jetzt muss man ja dankbar sein. Ist das nicht auch ein gewisser Stress? Da kann man ja nie hässig sein, zum Beispiel auf Deckers gegenüber. Oder wie macht man das? Ja, das fragen mich ganz viele Leute. Natürlich bin ich unendlich dankbar und ich bin auch bereit, sehr viel für meine Spender zu machen und mache das auch. Und wir haben wirklich auch einen guten Kontakt. Aber wir haben auch sehr viel über die Problematik geredet. Und er sagt immer, du schuldest mir eigentlich nichts. Ich mache das freiwillig und ich will das machen. Das tut mir selber auch gut. Und das mindert ein bisschen den Druck auf mich, nennen wir es mal so. Mhm. Bei meinem Vater habe ich letztes Mal in der Sendung schon erzählt, ist die Situation natürlich eine andere. Ich habe dann wirklich auch probiert, ihm möglichst viel zu helfen. Für ihn war das auch selbstverständlich. Ich glaube, das würde jeder Vater machen, seinem Kind so eine Niere zu spenden, als, wie auch immer. Also, mhm. yeah.
Wie ist es eigentlich mit der Abstoßungsgefahr, wenn man zweimal transplantiert wird? Ist dort das Risiko grösser? Nein, das Risiko für eine Abstoßung ist im Prinzip nicht höher bei einer zweiten oder auch bei einer dritten Transplantation. Was schwieriger ist, ist natürlich, ein geeignetes Organ zu finden, ja. Immunologisch, weil man halt durch einen Kontakt, den man schon mal hatte, mit körperfremdem Material, bei der ersten Niere, ist der Körper wie belastet, sage ich jetzt mal, oder das Immunsystem ist wie vorbelastet. Das heisst, es wird schwieriger, nochmal ein Organ zu finden, wo auch so gut passt. Mhm. Aber wenn man das sogar einmal gefunden hat, dann ist im Prinzip eine Abstoßung nicht wahrscheinlicher, nein, als bei einer ersten Transplantation. Jetzt ist es ja nicht so, dass es nur Lebensspenden gibt, sondern viele Spenden sind auch von Verstorbenen. Und da wechselt jetzt gerade etwas bei uns in der Schweiz. Um was geht es da, Frau Grüger? Also es geht darum, dass das Parlament der indirekte Gegenvorschlag vom Bundesrat zur Initiative, die 2019 eingereicht wurde, zur erweiterten Widerspruchslösung zugestimmt hat. Dort werden jetzt noch Detailfragen geklärt und dann gibt es eine Referendumsfrist. Wenn die ergriffen wird, wird es zur Volksabstimmung kommen. Wenn nicht, könnte die erweiterte Widerspruchslösung im 2023 eingeführt werden. Und das haben ja viele andere Länder haben das schon. Das ist eigentlich der Normalfall in Westeuropa. Praktisch alle Länder haben das, außer Deutschland zum Beispiel. Und man sieht dort auch, dass es einen Anstieg gibt an Organspenden, dass es eine Abnahme gibt von der Ablehnungsrate der Angehörigen und für mehr Sicherheit und Klarheit schafft für die Angehörigen bei so einem Fall. Mhm. Herr Reichmuth, vielleicht zum Schluss, wie geht es weiter? Sind Sie jetzt noch oft in Kontrolle gerade, oder wo stehen Sie da gerade? Also im Moment gehe ich einmal pro Woche in Kontrolle. Und ich hoffe, dass man dann die Intervall relativ schnell steigern kann. Vielleicht alle zwei Wochen, einmal im Monat. Aber im Moment bin ich noch einmal. Das ist auch okay. Ich bin ja noch krankgeschrieben von dem her. Also habe ich überhaupt keine Hektik oder Stress. Ich bin froh, bin ich auch gut betreut und kann regelmäßig gehen. Das gibt mir auch Sicherheit. Mhm. Für mein Wohlbefinden, für meinen Kopf ist das wirklich wichtig, dass die Werte stimmen. Und das ist von dem her völlig okay. So, ja. Und das Gefühl, die Nieren von einem Freund zu haben, ist das auch etwas Positives? Das nimmt man irgendwie gut an? Ja, natürlich. Das ist etwas sehr Positives. Also, es ist wie ein neues Leben geschenkt bekommen. Das ist, mein Kopf, meine mentale Verfassung hat sich komplett verändert. Seit in den letzten zwei Jahren ist das nicht so gut gewesen. Ich freue mich unglaublich auf mein zukünftiges Leben. Ich habe mega viel Energie. Es hat viele Sachen, die sich verändert haben. Ein kleines Beispiel. Ich habe jetzt wieder zum Beispiel 5-6 Stunden am Stück geschlafen. Das war vorher nicht machbar gewesen. Das sind einfach so kleine Sachen, wo jetzt einfach alles wieder funktioniert. Ich bin mental wirklich topfit im Kopf. Das ist die grösste Veränderung für mich. Und das macht auch mega Freude. Und mein Spender hat auch mega Freude, dass es mir so gut geht, logischerweise. Nochmal auf die Welt gekommen? Wie? Sie sind nochmal auf die Welt gekommen, fast, kann man sagen. Ja, das kann man so sagen. Ja. Ja. Also, wenn ich überlege, jetzt an Dialyse müssen zu gehen oder so zu leben, wie ich jetzt lebe, dann sind das große, riesige Welten im Unterschied. Ja. Und ich habe es besonders schön gefunden, dass wir Sie haben begleiten dürfen. Ja. Und dabei sein. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles, alles Gute. Und danke schön nochmal viel. Ihnen auch, Herr Mujacic und Frau Grügel. Und jetzt gibt es natürlich ganz viele weitere Fragen. Darum empfehle ich Ihnen, bei uns auf die Webseite zu gehen. Dort gibt es nämlich ein Zusatzinterview und auch ein Interview gibt es in der Schweizer Familie. Unser Redaktor, der Christian Franzoso, hat sich wieder auf die Pirsch gemacht. Nach Antworten auf spannende Fragen. Und diesmal geht es um unsere Zähne. Herr Bornstein, wir sind hier im Phantomraum der Universitären Zahnklinik Basel. Was passiert hier genau mit diesen lustigen Köpfen, die wir hier sehen? Ja, das ist spannend. Sehr viele Pseudopatienten. Das sind eigentlich die Dummies, die unsere Studenten in der ersten Jahre dann eigentlich lernen, behandeln, bevor sie dann wirklich an den Patienten hineingehen. Super, dann legen wir doch gerade los mit der ersten Frage. Eine harte oder eine weiche Zahnbürste? Was ist besser? Die Gretchenfrage. Im Prinzip
empfehlen wir schon eher weiche oder so mittelweiche harte Bürsten zu nehmen. Weil bei harten Bürsten, wenn man es zu gut meint, ist die Gefahr durchaus da, dass man mehr Schäden macht, als man wirklich reinigen tut. Und darum ist es eigentlich besser, weiche zu nehmen. Und man hat eigentlich einen ähnlichen Effekt schlussendlich, nämlich saubere Zähne. Mundgeruch, kommt der eigentlich aus dem Magen? Im Prinzip nicht. Es ist sehr selten, dass die Ursache für Mundgeruch aus dem Magen ist. Leider haben viele Patienten und auch viele Ärzte und auch Kollegen, also Zahnärzte, das Gefühl, das kommt vielleicht aus dem Magen, wenn man zum Beispiel saures Aufstossen hat oder so, Reflux, oder? Und dass das könnte eigentlich Mundgeruch bewirken. Aber man muss sagen, dass weit über 90% der Ursachen des Mundgeruchs im Mund selber verortet sind. An den Zähnen, einfach nicht richtige Hygiene, oder eventuell an der Schleimhäute und dort vor allem auf der Zunge. Das heisst also, mit einer Mundspülung könnte man Mundgeruch entgegenwirken. Stimmt das? Ja, es kann helfen, aber nicht allein. Mundspülung ist einfach ein Teil der Therapie. Im Prinzip geht es ja wirklich darum, dass man die Ursachen des Mundgeruchs bekämpft. Und das sind meistens Bakterien. Und da können natürlich Mundspülungen unterstützend wirken. Aber eben auch eine Zahnreinigung kann dazugehören oder diätische Faktoren, dass man einfach zum Beispiel umstellt, das Essen, dass man zum Beispiel einfach nicht Bakterien so unterstützt. Bleaching ist ein Dauerbrenner, aber ist das nicht schädlich für die Zähne? Ja, also das ist natürlich schon eine Geschichte, wenn man es unkontrolliert macht, off the counter sich etwas kaufen und manchmal kann das Zähnbleach ist nicht so ideal. Wir empfehlen schon eine Beratung initial einmal beim Zahnarzt, dass man auch sieht, was möglich ist und gretchenfragt, ob es wirklich nötig ist überhaupt. Nicht alles ist immer nötig. Das heisst, sich selber mit Backpulver Zähne zu bleichen, ist keine gute Idee. Nein, das ist nicht unbedingt die beste Idee. Also Backpulver ist ja wirklich so ein Hausmittel, das immer wieder genannt wird. Das hat tatsächlich einen aufheilenden Effekt, aber der ist a kurzfristig und langfristig schadet man den Zähnen wirklich damit. Zahnhaarzustand geht kaputt. Als Folge sogar kann sich Farbstoff mehr einlagern und man wird langfristig den gegenteiligen Effekt haben, nämlich verfärbte Zähne. Zähneknirschen in der Nacht, ist das stressbedingt? Durchaus. Man sagt ja, auf Zähnbissen, oder? Und auf Zähnbissen tun wir ja dann, wenn wir gestresst sind. Sei das jetzt sportlich oder irgendwie sonst im Prüfungsstress oder so. Und das Abreagieren von so psychischen, akuten Zuständen über Zähne ist möglich. Natürlich genau, wenn man Kopfweh oder Bauchschmerzen oder Gastrointestinaltrakt. Also nicht nur im Maul, sondern auch sonst kann durchaus so reagieren auf Stressphänomene. Also es ist sicher ein wichtiger Bestandteil, wenn man knirscht. Merci vielmals für die Antwort, Herr Bornstein, und ich wünsche Ihnen ein stressfreies Wochenende. Merci vielmals. Ein Zungenschaber eignet sich übrigens sehr gut gegen Mundgeruch. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Ich hoffe, Sie können profitieren und freue mich, wenn Sie am nächsten Samstag wieder einschalten. Adi miteinander. Es gibt Menschen, die leiden unter starken Beckenschmerzen, aber niemand weiß wieso. Neu gibt es jetzt Teams mit unterschiedlichen Spezialisten, die sich diesen komplexen Fall annehmen. Mehr dazu nächste Woche. Schweizer Familie präsentierte Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Und Viogi, mehr als Labormedizin.